Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute beginnt die Podcast-Show, die erste Staffel zum Thema Englisch lernen in 100 Stunden. Die komplette Podcast-Show ist schon verlinkt auf unserer Lernplattform speedlearning.school. Das heißt, wenn ihr dort schon ein Abo habt, ein Monatsabo, Jahresabo oder Lifetime-Abo, dann findet ihr direkt in der Kursübersicht die Podcast-Show. Und wenn ihr da draufklickt, habt ihr gleich alle 5 Folgen der ersten Staffel abrufbar. Das heißt, wer es gar nicht erwarten kann, nicht warten möchte, bis hier alle 5 Folgen freigeschaltet sind, der kann unter speedlearning.school schon mal nachgucken. Jetzt geht es zur ersten Folge und für alle, die mit dem E-Book Fremdsprachen lernen in 100 Stunden, auf dem diese erste Staffel basiert, noch intensiver arbeiten möchte und da auch gecoacht werden möchte, der findet in der Podcast-Beschreibung, also in den Shownotes, die entsprechenden Links, einmal zu dem E-Book, das ihr für 1 Euro herunterladen könnt, oder tatsächlich auch zu einem Webinar, das immer mittwochs um 21 Uhr stattfindet. Und dort werdet ihr natürlich auch entsprechend mit diesen Techniken, die wir hier besprechen, gecoacht. Nicht nur für Englisch, sondern für alle Sprachen, die ihr gerade lernt. Noch jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge der ersten Staffel Englisch lernen in 100 Stunden. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Herzlich willkommen zur Speed Learning Show, die erste Staffel des Staffelprogramms Englisch lernen in 100 Stunden auf der Basis des E-Books Fremdsprachen lernen in 100 Stunden am Beispiel der englischen Sprache. Und das E-Book zu dieser Staffel bekommt ihr für 1 Euro bei uns. Schaut einfach in den Shownotes und dort findet ihr den Link zum E-Book. Gibt dann auch ein Schulungsvideo dazu, da werdet ihr entsprechend weitergeleitet. In der ersten Staffel geht es jetzt um folgende Fragen. Erstens, wie lernt ein Gehirn, das Gehirn, überhaupt eine Sprache, in dem Fall die englische Sprache, wenn du Muttersprachler des Deutschen bist? Zweitens, wie organisiert man seinen Tag, wenn man eine neue Fremdsprache zu lernen beginnt und sie in 100 Stunden lernen möchte? Und drittens, was bedeutet die goldene Stunde des Tages? Und auf diese 3 Themen möchte ich in der heutigen Staffelfolge eingehen. Es wird insgesamt 5 Folgen in der ersten Staffel geben, mit unterschiedlichen Themen, alles basierend auf dem E-Book Fremdsprachen lernen in 100 Stunden am Beispiel der englischen Sprache. Also, gehen wir durch. Wie lernt das Gehirn überhaupt eine Sprache? Unser Gehirn merkt sich Dinge, die merkwürdig sind. Das steckt schon in diesem Wort merkwürdig drin. Also ist doch das Erste, was wir tun, wenn wir eine Sprache lernen, wir schauen nach merkwürdigen Vokabeln. Und was könnten merkwürdige Vokabeln in der englischen Sprache sein? Zum einen Vokabeln, die im Englischen genauso oder ähnlich klingen wie im Deutschen. Das sind Vokabeln wie Hotel, Restaurant, Supermarket, aber auch Vokabeln wie School ist nicht so weit weg von Schule oder Schuh ist nicht so weit weg von Schuh. Und das sind Wörter, die man sich auf Anhieb einprägen kann. Da brauche ich keine Vokabellernstrategie, die kann ich mir relativ einfach merken. Das ist also das Erste. Wörter, die merkwürdig sind. Das Zweite ist, das Gehirn merkt sich Wörter, die immer wiederholt werden, die ständig wiederkehren, weil unser Gehirn über Spamfilter verfügt. Wie diese Spamfilter im Einzelnen funktionieren, werdet ihr im Laufe dieser Staffelfolgen noch erfahren. Aber jetzt geht es erstmal nur darum zu verstehen, was überhaupt im Gehirn passiert. Die dritte Möglichkeit ist eine Emotion, ein Wort, das so emotional bei euch etwas triggert, dass ihr das Gefühl habt, dieses Wort merke ich mir sofort. Das ist übrigens der Grund, warum sich Jugendliche bei einem Schüleraustausch diese ganzen schweinischen Wörter viel besser merken können, weil sie Emotionen hervorrufen. Viel mehr Emotionen als die ganzen unregelmäßigen Verben zum Beispiel. Also, das heißt, unser Gehirn
braucht eine Art des Lernens, bei der wir etwas merkwürdig finden. So, und das Erste, was ihr jetzt macht, ist, wenn ihr die englische Sprache lernt, dass ihr auf merkwürdige Vokabeln achtet. Vokabeln, die euch bekannt vorkommen, weil das Gehirn natürlich immer etwas Neues mit etwas Bekanntem verknüpft. So merkt man sich Dinge leichter. Ganz einfach. Und alles, was neu ist, muss irgendwie merkwürdig werden. Oder es muss regelmäßig wiederholt werden. Oder es muss Emotionen wecken. Wenn ich beispielsweise zu meinem Sohn, der jetzt gerade 6 Jahre alt ist, sagen würde, What the hell are you doing? Was zur Hölle machst du? Immer dann, wenn ich mich über ein Verhalten von ihm aufrege und ich das wirklich emotional machen würde, würde er sich diesen Satz ziemlich leicht merken. Wir haben es aber so gemacht, dass wir ihn zum Beispiel im Urlaub immer zum Kellner geschickt haben, um sich sein Eis auf Englisch selbst zu bestellen. Auch in Ländern, in denen man normalerweise kein Englisch spricht, aber natürlich in der Tourismusbranche die Mitarbeiter in Restaurants des Englischen mächtig sind. Also ist er immer hingegangen und hat gesagt, I want to have ice cream, please. Und so hat er mit einer starken Emotion, weil er als kleiner Kerl natürlich dann in einer anderen Sprache mit einem wildfremden Menschen spricht und als Ergebnis eine Belohnung bekommt, diesen Satz sehr schnell verinnerlicht. Und so kann man das mit ganz vielen Sätzen für sich selbst auch machen. Überlegt euch, welcher Satz in der englischen Sprache euch belohnen würde, euer Belohnungssystem im Gehirn am meisten anspricht. Das Gehirn lernt jetzt also merkwürdige Dinge am leichtesten. Und mit welchen Wörtern man anfangen soll, da werden wir später noch zu kommen. Aber jetzt ist die Frage, wie organisiere ich denn meinen Lerntag überhaupt? Und welches Kursmaterial brauche ich dafür? Auch zum Kursmaterial werde ich später noch ein bisschen mehr sagen. Jetzt geht es erstmal um die allgemeine Organisation. Jetzt habe ich also einen Tag, an dem ich beginnen möchte, Englisch zu lernen. Und natürlich sitzt keiner von uns irgendwie 2 Stunden gelangweilt zu Hause und denkt, oh, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Och, lerne ich mal Englisch, habe gerade 2 Stunden lang nichts zu tun. Das passiert ja bei uns nicht, sondern wir haben einen kompakten Arbeitstag. Wir arbeiten im besten Fall, sobald wir die Augen öffnen, bis wir die Augen wieder schließen. Wenn wir Kinder haben, dann stehen wir morgens auf, kümmern uns erstmal um deren Wohlergehen, bereiten das Frühstück vor, machen alles fertig und dann gehen die Kinder irgendwann in die Schule oder in die Kita. Danach gehen wir zur Arbeit und das Ganze geht so lang, bis wir Feierabend haben. Dann holen wir die Kinder wieder aus der Kita ab und dann bereiten wir den Abend vor, Abendessen, bringen die Kinder ins Bett und fallen dann völlig erschöpft auf die Couch. Wo soll denn hier noch Platz sein, um Englisch zu lernen? Das ist eine Frage, die wir in den Trainings ganz oft hören. Und die Antwort ist ganz einfach. Man braucht keine extra Zeit, um eine Fremdsprache zu lernen. Es ist ja nicht wie beim Klavierspielen, dass man einen bestimmten Ort braucht, um Englisch lernen zu können. Man braucht keine bestimmten Materialien. Man kann überall die Sprache lernen. Einfach, während man mit seinen Lieben oder seinen Geschäftspartnern zusammen ist. Und da fängt die goldene Stunde des Tages an. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, dann überleg dir einfach, wie du auf Englisch den Tag meisterst. Die erste Stunde des Tages. Du stehst morgens auf, du wünschst deinem Schatz einen guten Morgen, du begrüßt deine Kinder, du fragst, was sie frühstücken möchten, du stellst dir vor, welche Konversation du im Badezimmer führen würdest und am Frühstückstisch und die Kinder, je nachdem wie selbstständig sie sind, immer wieder angetrieben auf Englisch in Gedanken, um sich endlich fertig zu machen, um jetzt doch endlich mal in die Pötte zu kommen und hier in die Schule gehen zu können. Das heißt, die erste Stunde des Tages ist von Montag bis Freitag wahrscheinlich zu 80 oder sogar 90% immer gleich. Es sind immer dieselben Dinge. Niemand begrüßt seinen Partner morgens mit guten Abend oder mit hast du die Börsenkurse schon gecheckt? Glaube ich nicht, in den wenigsten Fällen. Oder was denkst du über die Rolle der Frau während der Französischen Revolution unter besonderer Berücksichtigung der damaligen kulturellen Verhältnisse? Das wird nicht passieren. Das heißt, wir haben ein relativ überschaubares Vokabular, das wir in der ersten Stunde des Tages jeden Tag verwenden. Und sobald wir uns
durch die erste goldene Stunde des Tages durchgearbeitet haben, also diesen Wortschatz verinnerlicht haben und diese Gespräche theoretisch auf Englisch führen könnten, in dem Moment gehen wir an die nächste Stunde. Denn auch im Geschäftsleben, im beruflichen Alltag sind 80% unserer Gespräche von Montag bis Freitag identisch. Und das ist auf der einen Seite traurig, weil wir dann einen relativ langweiligen Job eigentlich haben, der uns intellektuell nicht so wirklich beansprucht. Auf der anderen Seite ist es aber großartig, um Englisch zu lernen. Also, nochmal zusammenfassend. Damit euer Gehirn eine Sprache wirklich gut lernen kann, wie Englisch, muss sie merkwürdige Wörter, Sätze oder Ausdrücke finden. Also suche nach merkwürdigen Ausdrücken im Englischen. Das zweite ist, schau, dass du die goldene Stunde des Tages nutzt. Die 80% des Wortschatzes. Gehe wirklich den Tag über immer wieder mit dir selbst ins Gespräch und verbring gar nicht viel Zeit in der zweiten oder dritten Stunde, bis du nicht die erste Stunde einigermaßen meistern kannst. Notiere dir, welche Sätze du hättest sagen wollen und such dir raus, wie man das in der Zielsprache tut. Und dann bist du schon wunderbar auf dem richtigen Weg. Du findest natürlich weitere Tipps jetzt schon in unserem kostenlosen E-Book. Kostenlos in Anführungsstrichen. 1 Euro wollen wir dafür schon haben, einfach damit du beweist, dass es dir ernst ist mit diesem Vorhaben. Das ist für dich eine Suggestion, das ist für uns eine Suggestion, das ist für dich ein Commitment, eine Verpflichtung, die du hier eingehst, dass du dieses E-Book nicht einfach nur runterlädst, weil du es runterladen kannst, für Umme, wie man bei uns sagt, also kostenlos für umsonst, sondern du sollst 1 Euro investieren. Und dieser Euro ist wie das Samenkorn, das dann die Sprache für dich großartig macht. Fremdsprachen lernen in 100 Stunden. Das E-Book, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Für 1 Euro kriegst du es, dann hast du es und kannst dann entsprechend nochmal für einen Zehner das Video dazu haben. Schau es dir einfach an. In der nächsten Folge der ersten Staffel Englisch lernen in 100 Stunden lernst du, welches Kursmaterial wichtig ist. Also schau gerne auch rein, wenn es wieder heißt Englisch lernen in 100 Stunden hier bei der Speed Learning Show. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.